Hallöchen, ihr Lieben und die vermutlich auch nicht so Lieben, die dieses Video mitgucken werden. Es gibt mal wieder ein Video anderer Natur. Aufgrund diverser Vorfälle, die schon ziemlich lange zurückliegen und die gerade wieder, während man so in seinem Garten arbeitet, zur Überraschung in seinem Briefkasten findet. Und zwar geht es um das Jobcenter-Video, was ich vor knapp 2 Jahren gemacht hatte, wo ich Grundgesetzverletzungen nachgewiesen hatte seitens des Jobcenters Rhein-Hunsrück und was wahnsinnig erfolgreich immer noch ist, super gut ankommt, super vielen Menschen jetzt schon geholfen hat und das habe ich auch an euren vielen, vielen Zuschriften in den letzten fast 2 Jahren jetzt gesehen und es hat anscheinend für sehr viel Aufruhr gesorgt und sowas passiert natürlich nicht ohne Grund, sondern sowas passiert aus gutem Grund. Und wie bizarr so eine Situation und so eine Sache werden kann, das kann ich euch jetzt mal hier ein bisschen schildern und zeigen. Und dann werdet ihr mal sehen, was hier zurzeit in diesem Land so alles passiert und abgeht. Und ich hatte ja schon erwähnt, das war vor ein paar Monaten gewesen im Frühjahr, dass eine Anzeige gegen mich läuft wegen diesem Video, wegen einer angeblichen Beleidigung. Und die Anzeige hat der Geschäftsführer vom Jobcenter Rhein-Hunsrück gegen mich erstattet. Und das war letztes Jahr, September 2016, wenn ich mich da jetzt recht erinnere. Und wie gesagt, ich habe diese Anzeige ins Haus gekriegt und wusste überhaupt nicht, worum es geht. Hatte eine Einladung bei der Polizei, bin da hingegangen mit Zeuge und da wurde mir gesagt, dass ich wegen Beleidigung angezeigt wurde. Und es waren 3 Begrifflichkeiten, um die es hier ging, in dem Text von diesem besagten Jobcenter-Video. Und zwar waren es folgende 3 Begriffe, aufgrund derer ich wegen wegen Beleidigung angezeigt wurde. Unmenschlich, inkompetent und furzige Sesselpupa. Diese 3 Begrifflichkeiten in Bezug auf ganz gewisse Sachbearbeiter bei der Firma Jobcenter, die nicht nach geltendem Recht und Gesetz in Deutschland ihre Arbeit, ihren Dienst vollziehen. Und das war das, was mir da vorgeworfen wurde. Und die erste Reaktion daraufhin, inklusive der Polizistin, die diese Wörter vorgelesen hat, wir mussten alle grinsen bzw. sogar lachen. Inklusive Zeuge, Polizei und ich. So dubios, so bizarr und so lächerlich, dass deswegen Anzeigen in diesem Land laufen. Und wir wissen ja alle selber, dass es nicht um solche Wörter geht, ja, sondern es geht hier um den Inhalt. Es geht hier um den Inhalt, was ich aufgedeckt und öffentlich gemacht habe. Und genau dafür will man mich jetzt mundtot machen. Ja. So, und die Geschichte ging dann weiter. In den Wochen danach hatte ich dann regelmäßigen Briefverkehr mit verschiedenen Amtsanwälten, von denen sich übrigens auch kein einziger legitimieren konnte. Und diese Amtsanwälte forderten 500 Euro von mir, damit es nicht zu einer Anklage kommt, damit es nicht vor Gericht kommt. Und das entspricht, juristisch betrachtet, einer Nötigung, was eine Straftat darstellt. Ich war für nichts angeklagt letztendlich. Ja? Also es lief nur diese offene Anzeige bei der Polizei. Und Amtsanwälte forderten 500 Euro von mir,
damit diese Sache praktisch jetzt einschläft und nicht weitergeht und vor Gericht landet. Ja, das ist ein ganz klarer Fall von Nötigung. Ich habe mich darauf natürlich nicht eingelassen, denn ich bin mir keiner Straftat bewusst. Ich kann dies ebenso auch beweisen mit meinem Beweisvideo, was interessanterweise von der anderen Seite gegen mich verwendet wird. Aber genau das ist es, worauf ich mich beziehen kann und ich belegen kann, dass ich niemanden persönlich beleidigt habe, wie es mir mittlerweile unterstellt wird. Ja? Ich habe nebenbei mehrmals bei Amtsanwaltschaft wie auch bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Akteneinsicht gefordert in diesem Fall und sie wurde mir nicht gegeben. Es ist jetzt fast ein Jahr vergangen und ich habe immer noch keine Akteneinsicht bekommen. Ja, also ist der ähnlich wie es auch einem Joe Conrad passierte und noch vielen, vielen anderen. Sie machen, was sie wollen. Ja, sie verlangen von uns, dass wir uns an Gesetze halten. Und selbst wenn man das tut, halten sie sich nicht an ihre eigenen Gesetze. Und in Form von Lügen und Unterstellung und böswilligen Interpretationen wird im Grunde mir das Wort umgedreht und gegen mich verwendet. Ja? Und sie wollen mich finanziell ausbluten lassen. Das ist ja eindeutig, also das kann man überhaupt nicht mehr anders interpretieren. So, und dann habe ich vor kurzem, vor circa 2 Wochen, nichtsahnend einen Brief, einen gelben, aus dem Briefkasten geholt. Mit folgendem Inhalt, den ich euch einfach mal vorlesen möchte. Und zwar ist der Absender hier Amtsgericht Simmern. Ja, und Strafbefehl. Da dachte ich erstmal, ja hoppala. Also ich habe ja schon alles Mögliche erlebt, also sehr viel. Gutes wie auch nicht so Gutes und ein Strafbefehl hatte ich also auch noch nicht in meinem Briefkasten gehabt. Klingt natürlich erstmal erschreckend. Und ja, sicher, man muss sowas erstmal verarbeiten, damit umgehen. Ja, weil man wird für etwas belangt und wie ein Verbrecher quasi, ja, wie ein Täter, ein Krimineller behandelt, dafür, dass man Kritik äußert, dafür, dass man einen alternativen Lebensweg wählt und dafür, dass man anderer Menschen Straftaten aufdeckt, Menschen, die eigentlich in einer gesellschaftlichen Position sind, wo sie mit gutem Beispiel vorangehen sollten und die freiheitlich-demokratischen Grundwerte immer achten müssen. So, sie verlangen das auch von uns und halten sich oftmals selber nicht dran. Und daran merkt man, irgendetwas läuft hier falsch. Nun denn, kommen wir zum Brief. Strafbefehl. Ihnen wird nach dem von der Staatsanwaltschaft ermittelten Sachverhalt zur Last gelegt. Am 17.11.2015 in Kirchberg einen anderen beleidigt zu haben. Am 17.11.2015 stellten Sie auf der Internetplattform YouTube ein Video ein, indem sie die Mitarbeiter des Jobcenters und hier insbesondere die Mitarbeiterin Frau Isabel Korbion vom Jobcenter in Kirchberg als völlig inkompetent, unmenschlich, total gehirngewaschen, kleine pupsige Sesselfurzer, Sesselpuper und Arschkriecher bezeichneten. Leute, die das entscheiden, sind völlig inkompetente, unmenschliche Sachbearbeiter. Ja, wenn man mal etwas länger mit solchen Leuten merkt man, die sind total gehirngewaschen. So. Und die, ja, das wissen die ganz genau. Nicht die kleinen pupsigen Sesselfurzer da, ja, von Sachbearbeiter, die da nur, ja, und irgendwann wird auch der letzte Sesselpuper bei denen im Jobcenter wissen, was sie da angerichtet haben und dass sie ganz, ganz viele schlechte Karma-Punkte während ihrer Dienstzeit gesammelt haben. Dass sie jetzt noch einen hier auf Arschkriecher machen, ja, und sogar Kosten erstatten wollen, ist eigentlich der Hohn überhaupt.
Hierbei hatten sie die Absicht, Frau Corbion in deren Ehre herabzusetzen. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag Corbion. Immerhin unterschrieben. Ich habe zu keinem Zeitpunkt eine gewisse Frau Corbion persönlich beleidigt oder betitelt oder sonst etwas getan, was mir hier vorgeworfen wird. Es war immer verallgemeinert. Es wurde immer eine große, aus mehreren tausend bis zehntausend Menschen bestehende Personengruppe betitelt. Das gehört zur Meinungsfreiheit, dass man Dinge sagen darf, auch wenn sie anderen nicht gefallen. Und solange sie nicht persönlich gegen einen einzigen Menschen, ein geistig-sittliches Wesen gestellt wurden, sind sie keine Beleidigungen. Das ist ganz einfach. Ihr Verhalten war in keinster Weise auch nicht im Wege der grundgesetzlich geschützten Meinungsfreiheit gerechtfertigt. Nur nochmal zur Information. Der Begriff Freiheit ist immer 100%. Wenn 1% von der Freiheit fehlt, dann hat man keine Freiheit mehr. Einschränkungen sind im Grunde genau das Gegenteil von Freiheit. Und wenn Freiheit eingeschränkt wird, ist es keine Freiheit. Man muss die Begrifflichkeit immer für Wort so lesen, wie es geschrieben ist. Vergehen gemäß § 185 und 194 Strafgesetzbuch. Beleidigung. Ein Strafantrag wurde form- und fristgerecht gestellt. Beweismittel? Ja, nix. Zeugen Isabel Corbion. Und das ist der Herr, der die Anzeige erstattet hat, was mir bei der Polizei gesagt wurde. Der Herr Lehmens, was auch immer dieser Satz heißen soll, Herr Lehmens zu laden über das Jobcenter Rhein-Hunsrück in Simmern. Was ist das für ein Satz? Kann mir das mal bitte jemand übersetzen? So etwas kriegt man von einem Amtsgericht zugeschickt. Okay. Überführungsstücke, Datenträger, Urkunden, Auszug aus dem Bundeszentralregister. Gegen Sie wird daher folgende Geldstrafe festgesetzt. Zahl der Tagessätze 50, Höhe des Tagessatzes 15 Euro, Gesamtbetrag der Geldstrafe 750 Euro. Die Einstellung des Verfahrens gemäß § 153 was auch immer, konnte nicht erfolgen, da sie zur Zahlung der Geldbuße nicht bereit waren. Das waren die 500 Euro, die ich erwähnte. Ja, natürlich nicht. Ich habe nachgefragt, wofür bitteschön soll ich 500 Euro zahlen? Ja? Und darauf wurde mir nicht geantwortet. Im Falle der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe, jetzt kommt's Leute, tritt an die Stelle eines Tagessatzes ein Tag Freiheitsstrafe. Sie haben die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen zu tragen. Ein Stempel, Hüttemann, Richter am Amtsgericht, nicht des Amtsgerichtes. Und dann lediglich der Nachname dieser Justizbeschäftigten, die es halt halb unterschrieben hat. Und sowas hat man jetzt. Und wie man weiß, lehne ich das derzeitige monetäre System, das Zinsbankensystem, was durch und durch und durch korrumpiert ist. Und wer sich mal ein bisschen mit dem Geldsystem und Geld als solches auseinandergesetzt hat, der versteht den riesengroßen Betrug, der hier geschieht. Und wenn man diesem einfach entgehen möchte und am monetären System nur noch bedingt, indirekt oder für das Nötigste teilnimmt, so wie ich, weil ich dieses Geldsystem ablehne, werde jetzt also bestraft für etwas, was ich nicht getan habe, in Höhe von 750 Euro, die ich nicht habe, und selbst wenn ich sie hätte, würde ich sie nicht bezahlen, denn ich habe keine Straftat begangen. So, das heißt also, wenn es jetzt wirklich schlecht läuft, und das ist immerhin schon ein Brief von einem Richter,
der sich halt auch noch nicht legitimiert hat, aber das werden wir auch noch einholen. Und da werden wir sehen, wie der gute Mann damit umgeht. Wollen Sie mich jetzt für 50 Tage bisher, wenn die Kosten noch höher werden, was ich auch nicht zahlen kann, dann wird das wahrscheinlich noch mehr. Das heißt also, ich muss für wahrscheinlich knapp mindestens sogar 2 Monate ins Gefängnis gehen. Für einen furzigen Sesselpuper. Und das ist als Wort und Zitat gemeint. Nicht, dass mir hier schon wieder eine Beleidigung ausgelegt wird und meine Meinungsfreiheit beschnitten wird. Es ist wirklich nur noch zum an den Kopf fassen und man kann sich nur noch wundern. Und ich hoffe, ja, dass euch so langsam auch bewusst wird und vor allem dem letzten noch systemkonformen Menschen in diesem Land langsam klar wird, was hier passiert. Merkt ihr das? Eine regelrechte Hetzjagd hat begonnen. Auf jeden Andersdenkenden, auf jeden Kritiker und auf jeden, der nicht nach ihrer Pfeife tanzt. Versteht ihr das? Es ist ernst, Leute. Es ist ernst. Und ich glaube, die letzte dunkle Ära, die es hier wohl mal gegeben haben soll, die war ein Witz zu dem, in dem wir jetzt in der Scheiße, in der wir alle gesellschaftlich jetzt hier stecken, wenn wir uns das gefallen lassen. Ja? Kriminelle, immer mehr Kriminelle meinen hier Macht ausnutzen zu können mit solchen perfiden Mitteln, um einen nach dem anderen auszuschalten, der seine Meinung sagt öffentlich und der Straftaten anderer aufdeckt, der noch was Gutes tut für die Menschen in diesem Land. Und dass es vielleicht nicht im Interesse einer sogenannten Regierung ist, das sei mal dahingestellt. Aber das ist auch egal, denn wir leben doch in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft, nicht wahr? Und da hat sich jeder in dieser Pyramide der Gesellschaft daran zu halten. Vor allem die, die ganz oben sind. Denn die vertreten auch solche Regeln. Und wer sich selber nicht daran hält, kann auch nicht davon erwarten, dass andere Menschen sich daran halten müssen. Und selbst wenn sie es tun, so wie ich es tue, und dennoch meine Meinung sage, ja, dann ist das letzte Mittel, was sie jetzt hier anwenden, und das ist hochkriminell. Also, ja, meine, wie kann man das anders rechtfertigen, jemandem zu unterstellen, ja, er hätte etwas getan und ihn dann bestrafen zu wollen? Und vor allem mit etwas bestrafen zu wollen, wo Sie vermutlich wissen, wenn Sie eigentlich nur ein paar meiner Videos gesehen haben oder meinen Blog lesen, dass ich Geld in der Form ablehne und es wirklich nur Mittel zum Zweck ist, weil die Alternativen, die wirklich praxisnahen Alternativen, die in jedem Lebensbereich funktionieren, einfach noch nicht da sind. Wir müssen erst ein neues System etablieren. Aber solange wir daran gehindert werden und einzeln ausgeschaltet werden, wird es schwierig. Leute, bitte wacht auf. Wacht auf und realisiert, was in diesem Land, in Europa und fast auf der ganzen Welt gerade passiert. Es ist eine düstere Ära, die es jetzt zu überwinden gilt für etwas Besseres, etwas Schöneres, etwas Neues und vor allem etwas komplett anderes als das, was wir hier System nennen. Ja? Also eure Meinung, eure Erfahrung oder auch Tipps, ja, oder auch wenn ihr irgendwie Anwälte seid oder einen Anwalt kennt, der Lust hätte, sich diesen Fall anzunehmen, weil ich mich jetzt hier nur alleine wehren kann und mit meinen Mitteln versuche, jetzt hier für Gerechtigkeit zu sorgen. Und es würde mir wahnsinnig viel helfen können und vielleicht auch im Interesse anderer sein, denn anscheinend wollen sie jetzt hier ein Exempel statuieren und ja, da bin ich jetzt einer von vielen, die es erwischt. Ja, und ihr könnt mit mir auf jeden Fall eine große Hilfe sein. Ich würde es echt schätzen, wenn ihr dieses Video verbreitet. Verbreitet es bitte, macht darauf aufmerksam über alle Plattformen, über alle Kanäle. Ich habe wirklich, also ihr dürft es gerne verbreiten. Ich habe ein großes Interesse daran sicherlich und wenn ihr mal ein, zwei Schritte weiter denkt,
solltet ihr sehen, dass es Zeit ist, dass jeder das erfährt, was hier wirklich passiert in Deutschland. Ja. Wir alle haben wahrscheinlich noch als Kinder gedacht, ach, Deutschland ist hier eins der sichersten und fairsten und also wirklich gesellschaftlich betrachtet am weitesten fortgeschrittene Systeme, die es überhaupt gibt auf der Welt. Das war alles Lüge. Das ist Diktatur pur. Diktatur. Wenn wir so etwas tolerieren, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass bald die Menschen wieder in Konzentrationslagern landen. Ja? Selbst wenn ich jetzt hier für 50 Tage oder wer weiß noch länger wegen dem Begriff Sesselpuper ins Gefängnis gehe, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Ich werde es nicht gerne machen, nur es geht hier ums Prinzip. Es geht hier ums Prinzip. Ich habe niemandem was getan, ich habe niemandem etwas weggenommen, ich habe niemanden geschädigt, ich habe niemanden getötet oder sonst irgendwas gemacht und auch sonst keine Straftaten begangen. Ja? Nichts davon. Ich habe journalistisch über etwas berichtet, ich habe meine freie Meinung dazu geäußert und wenn sie irgendjemandem nicht gefällt, ist das nicht mein Problem, sondern von diesem irgendjemand. Ja? So einfach ist das. Und es geht hier wirklich ums Prinzip, Leute. Guckt euch mal den Zensurbericht auf Google an. Da gibt es auch ein schönes Video. Vielleicht kann ich das irgendwie noch hier unten verlinken. Und das ist erschreckend. Das ist ganz aktuell vom August 2017. Und neben Nordkorea ist Deutschland das meist zensierte Land auf der ganzen Welt. Das müsst ihr euch mal reinziehen und das müsst ihr mal verstehen. Und wer immer noch glaubt, in so einem tollen Staat zu leben, der sollte sich wirklich mal die Augen reiben und wach werden. Bitte wacht auf, bitte verbreitet dieses Video, kommentiert, sagt mir die Meinung und wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, wie man dagegen noch gut kann und wie wir das einer noch breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen können, dann kommentiert, was das Zeug hält, kontaktiert mich so per E-Mail oder über den Weblog und wir müssen zusammenhalten, Leute, wir müssen zusammenhalten. Und ansonsten würde ich sagen, wird es dann erstmal für eine Zeit lang irgendwann keine Gartenvideos geben oder diverses anderes, dann werde ich auch diese Zeit, wenn sie mir die Freiheit nehmen sollten, für mich nutzen. Ich werde in der Zeit das Beste machen, was ich daraus machen kann und auch für die Zeit danach vorplanen. Und ja, ich kann nur sagen, jetzt erst recht.